Das ist mein Video von Formel 1 2018. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Perez, Max Verstappen, der Witzbold, ja, stimmt. Ich habe 5 Plätze bekommen, stimmt. Ocon, Sainz Junior und Daniel Ricciardo. Grosjean, Magnussen, Fernando Alonso und Sirotkin, Lance Stroll und Marcus Ericsson. Gasly und Brandon Hartley machen die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Jeff hier, kannst du mich hören? Wir starten ja, nicht von der ich. Erhofften Position. Du musst heute aggressiv fahren und Druck nach vorne machen. Fahrer vor mir. Hülkenberg liegt vor dir. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,49,1.
Fahrer vor mir. Hülkenberg vor dir. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 49,6. Fahrer hinter mir. Sainz hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,0. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Fahrer vor mir. Das ist Sebastian vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,4 Sekunden. Wir sind 5 Sekunden langsamer. Wir müssen uns mehr anstrengen. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,7. Ich krieg dich noch. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Fahrer vor mir. Sebastian vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Wir sind um 2,5 Sekunden langsamer. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,2. Fahrer vor mir. Das ist Sebastian vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Wir sind um 2,5 Sekunden langsamer. Sie fahren mit 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,2. Fahrer vor mir. Du führst das Feld an. P1. Fahrer hinter mir. Das ist Sebastian hinter dir. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,42,2.
Gut, unser MGUK ist ziemlich abgenutzt. Ab sofort können wir die fette Mischung möglicherweise nicht mehr einsetzen. Hä? Wie kann man das richtig? Einfach fantastisch. Du hast den Grand Prix gewonnen. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg. Also Stefan, wie hat er es denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen jetzt also die Sieger nach einem aufregenden Grand Prix zum Podium hinaus. Drama und Spannung sind vorüber. Jetzt ist es Zeit, das alles erst einmal zu genießen. Gratulation an unsere heutigen Top-Bahn. Der Winsmold vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Winsmold. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursanalyse. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben machen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie einen richtig guten... Erzählen Sie uns doch, was da heute zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen passiert ist. Klasse, das war dann alles. Ja,
tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Also ich habe 3, also insgesamt bei 7, okay. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir sollten ihnen mehr entgegenkommen. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Oh, komm, ey. Versuchen wir es nochmal. Doch eins. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue ist am nächsten Wochenende in Kraft. Ja, ist der gleiche. Ich hatte den ersten Motor fertig. Wegen Doofheim und da oben blöden Deppen. Okay, das war's mit dem Video.